Liebe Spaßgesellschaft, ein ganz wunderschönes Ahoi Ahoi und willkommen zurück bei einer weiteren Folge Let's Play die Siedler 3. Wir sind ja gerade dabei, hier uns ein bisschen was aufzubauen. Und ich weiß gerade nicht, Werkzeuge müssten wir schon rübergekarrt haben oder sind wir da schon bei? Also Sägen und ne, wobei, ich glaube, die haben wir noch gar nicht rübergekarrt. Also weder Spitzhacken noch sonst was. Egal, dann kommt das noch. Erstmal bringen wir weitere Larrys rüber. Gut, hier wäre natürlich Platz für Eisen. So. Zack, und schon schnappen sich alle ein bisschen Ware und bringen sie rüber. Perfekt. Oh, super. Jetzt steht hier wieder einer im Weg. Echt jetzt? Gott sei Dank genau den richtigen erwischt. Aber ihr könnt dann... Nein, nicht da drauf. Ihr geht mal hier auf das Schiff, bitte. Und ich werde dann doch mal die Anlegestelle ein bisschen... Upsa. Na, ob das jetzt so viel besser ist? Okay, ich kann es scheinbar nicht so weit davon wegmachen, wie ich gerne möchte. Also einmal Druftata. So, wo haben wir denn die Werkzeugschmiede? Da, Spitzhacken haben wir schon hergestellt, aber noch nicht rübergebracht. Haben wir auch schon Sägen? Ne, sehe ich jetzt keine. Aber wir können ja mal in der Statistik gucken. Doch, zwei Äxte und eine Säge haben wir noch rumliegen und diverse Spitzhacken, aber die haben wir noch nicht rübergeschleppt, kann das sein? Ich weiß es gerade noch nicht. So, da wäre ein guter Kohlestandort, sehr schön. Ich gebe einfach mal den Befehl, dass sie die entsprechenden Sachen rüberbringen, dann können wir sicher sein. Aber wenn jetzt gleich keiner losrennt, um sich eine Säge zu schnappen, na, wobei doch, ich glaube, er rennt los, dann dürfte das passen. Ach, stimmt, hier hinten waren wir ja auch schon zugange. Da war ja was. So, ihr einmal bitte damit einnehmen. Genau, wir hatten hier die zweite Anlegestelle, richtig. Okay. Dann bringen wir auch mal hier 4 Schaufeln, 4 Hämmer rüber. So, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sehr schön. Der Schreiner hier wird gleich besetzt. Du findest im aktuellen Bereich keine Bäume mehr. Das ist ja tragisch. Dann nimm doch mal die hier unten, damit das einfach ein bisschen übersichtlicher wird. So, die Eisenschmelze ist fleißig dabei. Ja, für meine Verhältnisse noch nicht fleißig genug. Wir gönnen uns mal eine zweite und eine dritte Eisenschmelze und eine zweite und eine dritte Waffenschmiede, dass sie die einfach schon mal haben. Ja, da wäre ein guter Ort für Gold. In der Tat. Na, komm her. Zack. Druf da. Und wir schippern euch mal rüber. Da ein bisschen Schmelze. Hm.
Man merkt, die Sägewerke sind gerade gut beschäftigt, weil wir ja hier auch permanent Ressourcen noch überbringen. So, was sie hier allerdings auch noch brauchen, ist jede Menge Schinken. Wie, du findest keine... Ach so. Dann musst du wohl da unten Bäume fällen, mein Lieber. Oh, ein bisschen Schwefel. Einmal abladen. Und ihr helft mir mit, das Gebiet hier einnehmen. Du kannst hier auch nochmal ein bisschen was freischmelzen. Dass wir vielleicht hier auch mal eine sinnvolle Kohlemine hinbekommen. So, wir holen uns nochmal ein 6er-Pack. Ach jetzt, wieso haben wir denn jetzt 7? Okay, dann stand da wohl noch einer. Weil ich habe eigentlich nur einmal drauf gedrückt, damit 5 kommen und dann ein weiteres Mal, damit einer kommt. Und in meiner Welt sind 5 plus 1 immer noch 6 und nicht 7. Aber gut, ist ja jetzt auch eigentlich kein Beinbruch. Zack, und schon haben wir alle Waffen aufgewertet. Way! Dann könnten wir auch eigentlich mal mit der Autorekrutierung anfangen. Dann können wir die Lager zu Goldlagern machen. Jetzt findest du auch keine Bäume mehr. Dabei sind hier noch so viele in deiner Nähe. Sehr schön, die Holzproduktion hier läuft. Müssen wir nur schauen, dass wir hier eine Anlegestelle hinbauen. Ich möchte jetzt hier ungern dem Förster nochmal Platz wegnehmen. Deswegen, ich hätte eigentlich gehofft, dass wir es hier hinkriegen, aber ich weiß gerade nicht, ob es passen wird. Schauen wir mal, wenn ein paar Bäume gefällt sind. Und wenn nicht, dann müssen wir es halt hier machen. Dann haben wir halt einen Förster, der jetzt nicht so mega effizient ist. Ich meine, wir haben hier sowieso nicht viel Platz für den. Deswegen sei die Effizienz mal dahingestellt. Ach, guck mal, der kommt sowieso nicht bis da hoch. Ja, dann machen wir doch hier eine Anlegestelle hin. So, bringt heran den Schinken. Einmal alle drauf da. Sehr schön, Werkzeuge kommen auch. Wunderbar. Haben wir hier ja gleich auch schon alles eingenommen. Sehr, sehr gut. Dann hauen wir hier mal eine Goldmine drauf. Die passt da so schön. Und hier machen wir auch eine. Universum Stufe 3 Soldaten, das ist doch herrlich, ist das. Wir müssen aber auch mal schauen, dass wir noch weitere Wohnhäuser bauen, ne? Wir haben hier hinten jede Menge Platz dafür. Bretterproduktion läuft wunderbar. Anlegestelle steht auch gleich, sehr schön. Dann können wir schon mal das ganze Eisen rüberbringen. Ihr damit einmal alle raus. Ich
Ich glaube, ich werde hier aber jetzt keinen Kreislauf machen, sondern einfach die Ressourcen rüberbringen, wie wir es brauchen. So, du stehst gerade ein bisschen im Weg, Freundchen. Was macht denn unser Werkzeugschreiner? Der hat alles voll. Sehr gut, dann erstmal 1, 2. Aber nee, das brauchen wir nicht. Wir machen hier ein bisschen Werkzeug. Ich weiß noch nicht, wie viel Spitzhacken wir letzten Endes brauchen werden. Und siehe da, es wart Anlegestelle. So, und bitte Eisenerz in unendlichen Mengen rüberkarren. So, komm, machen wir hier den Durchgang frei. Dass unsere Suppenkasper auch daher entlang kommen. So. Geht doch. Ich glaube, ich baue jetzt zumindest noch ein kleines Wohnhaus hin. Huh, gerade noch Platz dafür. Dass wir hier ein paar mehr Larrys rankriegen. Da fehlt ein Hammer. Ja, ist es denn die Möglichkeit? Moment, nee, die drei sind besetzt. Okay, dann brauchen wir hier erstmal keine Spitzhacken mehr. So, die Werkzeuge kommen auch so langsam rüber, aber hier fehlen noch... Euch setze ich auf 0, euch setze ich auf 0. Und euch erstmal auf 3. Bringt denn schon jemand eine Spitzhacke rüber? Nee, ne? Ich sehe zumindest noch keinen. Dann warten wir erstmal damit. Okay, hier knubbelt sich gerade alles ein wenig. Ach so, die wollten den Reisschnaps da hochbringen. Okay. Ich habe jetzt kurz überlegt, ob ich hier unten die Goldbarren produzieren möchte, aber ich glaube, das macht keinen Sinn, denn wir müssten dann hier unten noch Kohle abbauen und dann hätten wir noch Brot und Fische, die wir hier rüberbringen müssten. Das wäre irgendwie witzlos. Wir machen hier dann schon mal die Anlegestelle hin. Und auch hier mache ich ein kleines Wohnhaus. Dass wir so ein paar Larrys da hinkriegen. Und dann mache ich hier mal 2 Goldschmelzen hin. Und wir bauen auch schon mal ein paar Goldlager. Wir haben zwar schon 2 Lager stehen, aber die dürften ja relativ schnell voll werden. Deswegen da immer ein bisschen Nachschub an der Stelle. So, uns fehlt hier scheinbar noch ein Handelsschiff, weil irgendwie du karst und die ganze Zeit Sachen von da oben runter. Dann gönnen wir uns doch mal eins. So, wir bringen schon mal unendlich Fische darüber. Tja, mit Kohle werden sie alle hier zugeschmissen und irgendwie kommen wir mit dem Eisen noch nicht hinterher, weil hier kein Handelsschiff sich genötigt fühlt, da mal tätig zu sein. Ach, jetzt steht hier wieder einer im Weg, oder was? Ja, es geht doch. Ihr habt doch unter Lind echt so dermaßen dämlich im Weg zu stehen.